Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. So, nach meinem Wopar, der mir zweimal passiert ist, habe ich den Papageienflug benutzt, um ja hier wieder rüber zu kommen. Und ja, da hinten den Höllenhund, den nehmen wir noch mit. Astralsicht sagt mir jetzt hier nichts weiter an. Die Doppelarmbrust, die will ich gleich mal testen. Am besten nehme ich dafür das Schwert. Obwohl, das sind ein paar viele. Oh, für dich dürft's reichen. Achtung, mach dich bereit. Hoppala. Das war's mit dir, du. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Gut, dann hier oben. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Weil das sieht ganz danach aus irgendwie. Weil man könnte das auch mit einem Papageienflug erreichen. Aber so sehe ich jetzt halt nichts in der Astralsicht. Oder? Schaffe ich es von hier aus und dann darüber? Wie ein junger Gott. Hoppala. Aber ich sehe hier auch nichts. Na gut. Kein Papageienflug verschwendet dafür. Können wir hier noch mit irgendwas machen? Mit dem Kran? Nö. Na gut. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Bis auf Menschlichkeit. Dann schauen wir mal. Die Beeren wollte ich mitnehmen. Obwohl, das Mauer. Nimmt kein Ende mit den Biestern. Ja, ja. Sehe ich genauso. Der wartet sogar, bis ich nachgeladen habe. Oh, ist der nett. Schaffst du es? Das war's mit dir, du Mistvieh. Ja. Na, jetzt. Schattenwaffen will ich ja. Schaffen wir das. Will ich ja mitnehmen. Sehr gut. Aber natürlich. Das muss ja hier oben denn sein. Wir sind jetzt hier oben. Na, hier werde ich jetzt nochmal komplett durchgucken am besten. Mhm. Ja, ja. Komplett durchgucken war schon mal eine gute Idee. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Das war's mit dir, du Mist. Ah, zusammenhalten, das klappt auch so. Aber auch eine große Ebene hier. Sag mir nicht, dass wir hätten hier von hier aus so da runterspringen müssen. Oh, hier ist ein bisschen heiß. So, ich hole mir mal erstmal gleich meinen Hund wieder. Das wäre, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Hört sich immer so an, als wenn irgendjemand hier was reinflüstert. So. Dann haben wir hier noch. Kein Erzgolem oder so. Einfach nur eine kleinere Ecke. Na gut. Einmal hier, damit der Hund noch ein bisschen durchhält. Da habe ich mich schon wieder wegteleportiert hier. Da haben wir die nächsten Schergen. Okay. Vergiss es. Was? Das war's mit dir, du Mist. Der wollte nicht so richtig. Oh, fühle mich sogar so mächtig, dass ich hier ganz alleine zum Schattenlord gehe. Ja, da oben ist er schon. Gut, dann einmal einen hier. Ah, kommt er schon. Okay, nochmal kurz die Rüstung an. Jawohl. Das war brutal. Noch so ein Schattenbiest.
Ja, und hier nehmen wir uns nochmal das Herz mit. Okay. Und hier haben wir noch eine Totenkopfhöhle. Das heißt, wenn er das schon war. Und so. Noch so ein Scheiß. Okay. Los, Vauvi, das schaffst du. Einfluss und Härte kann ich steigern. Ist aber die Sache die. Ist das jetzt eigentlich so klug, jetzt hier ohne irgendwas loszulaufen, weil der Schattenlord ist ja jetzt schon tot. Nicht, dass wir nachher hier noch Eldrig und so weiter hinterherlaufen müssen. Haben es ja jetzt größtenteils geschafft, hier durchzurennen. Na komm, denn... Achso. Der Schattenlord des Zweifels ist erledigt. Sehr gut. Auf diese Nachricht haben die Menschen von Kalador lange gewartet. Sie werden noch lange an ihn denken, nach all dem, was er ihnen angetan hat. Wir müssen das Kristallportal vernichten, aus dem er herausgekrochen kam. Wir werden die Gegend am Eingang zur Totenkopfhöhle sichern und dort auf dich warten. Komm zu mir, wenn das Portal vernichtet ist. Hey, ich denke, ich habe hier meine Pflicht erfüllt. Ab jetzt bin ich wieder bei deiner Crew. Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Kauz, den du da rekrutiert hast? Du redest von Burns? Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache, der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Okay. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Okay, jetzt sind die alle schon hochgelaufen und warten jetzt darauf, dass ich jetzt da oben das Kristallportal mache, oder wie? Lass uns handeln. Kannst du mir noch irgendwas Schönes mitgeben? Irgendwie nicht, ne? Trank der Ehrfurcht, der Überzeugung. Des Schützens. Ich werde mir davon mal ein paar Tränke holen, weil wir haben ja noch Möglichkeiten. Da kommen nämlich mal 9 Stück, alle 9 Stück mit. So, machen wir es erstmal so. Auch wenn wir das jetzt nicht brauchen. Jetzt haben wir hier denen alles uns gegen die Show total gestohlen. Na gut, dann warten die halt vorm Eingang. Das heißt, wir müssen da jetzt ganz wieder hochlaufen. Weil da noch ein Kristallportal ist. Aber sie haben wenigstens keinerlei Verluste gemacht, ne? Also, ich hätte hier bestimmt den einen oder anderen verloren bei dem Überfall hier. Das wäre ja auch nicht so toll. Und so spawnen hier einfach nur noch Leichen. Oh, da habe ich sogar noch eine Schattenwaffe übersehen. Ne, hier war das. So, da oben haben wir die Totenkopfhöhle. Und da gehen wir jetzt auch rein und machen jetzt das Kristallportal kaputt. Ah, Schattenzepter. Ach, da droppten die... Jetzt weiß ich es wieder. Okay, das droppten die Schattenlords. Aber damit können wir ja eh nichts anfangen. Ja gut, dann einmal jetzt hier runter. Waren wir schon hier? Ist die Frage, wo gehen wir lang? Wie gehen wir lang? Ah, da hinten ist das schon. Noch so ein Schatten. So, nächster Ghoul fertig. Erinnert mich irgendwie so an Risen 1. Aha. Na gut, dann einmal Rüstung. Und einmal Vauvi. So, Höllenhund. Dann legen wir mal los hier. Schattenbiest.
der Kampf ein Ende. So, und jetzt müssten wir das Kristallportal ja eigentlich kaputt kriegen. Aber ich guck vorher hier nochmal in die Ecke. Aber es ist nur kaputter Stein. Okay. Kristallportal zerstören. Kein Kristallportal mehr. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch wieder rauslaufen. Jetzt wollte ich gerade sagen, da ist schon wieder ein neuer Gegner, aber nein. Jetzt habe ich mich hier extra so dicke aufgebufft hier. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt sozusagen noch die Möglichkeit einer besseren Ausrüstung und dem ein oder anderen besseren Stuff. Ich spüre förmlich, wie die Feigheit aus meinen Gliedmaßen schwindet. Okay. Das letzte Kristallportal auf Kalador ist geschlossen. Endlich haben die Menschen Ruhe hier an der Eisenbucht. Unsere Aufgabe in diesem Teil der Welt ist damit erledigt. Wenn wir weiter gegen die Schatten so erfolgreich kämpfen, haben wir eine Chance, den Krieg zu gewinnen. Gut gemacht, mein Junge. Jetzt können wir uns ganz deinem Geisterritual widmen. Treffe deine Vorbereitungen. Ich werde in der Zitadelle auf dich warten. Und zack, sind sie alle weg. So, treffe deine Vorbereitungen. Jetzt können wir ja mal kurz fragen. Aber wir sollen ihn ja auch anheuern. Kannst du mir was jetzt was Neues du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Härte, Magie. Ich bin noch nicht gut genug. Okay, da fehlte noch ein bisschen was. Na gut, reden wir erstmal mit Eldrick. Nochmal zum Geisterritual. Du wirst also beim Geisterritual dabei sein. Ja, ich werde da sein. Du kannst dich auf mich verlassen, mein Junge. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Gute Arbeit, mein Junge. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Er könnte mir jetzt nur noch Fokus und Ritualmeister beibringen. Aber ich hätte... Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal machen mit den Büchern. Oder? Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles. Ja, Pistolen können wir noch. Und kritische Treffer, na, da fehlt ja uns noch ein bisschen was. Und Eisen hätten wir noch für ihn. Ja, ja, nie. Ansonsten, wir könnten oben mal Drake fragen. Oder Henrik. Ah, Stärke lernen. Bring mir einen Stärkezauber bei. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Zeige mir, wie ich den Zauber der Dämonenklinge wirken kann. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Zeige mir, wie ich einen Donnerschlag zaubern kann. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Genius. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? So, wir könnten ja jetzt, da wir ein bisschen Nahkampf können, auch ein bisschen was machen. Ich möchte lernen, wie ich Angriffe kontern kann. Bei einer ordentlichen Konterparade ist es wichtig, dass du feststehst. Es nutzt dir nichts, eine Attacke zu blocken, wenn du dabei aus den Socken kippst. Ansonsten achte darauf, den Schwung des Schlages mit deiner eigenen Waffe umzulenken. Dies ist eine der wichtigsten Techniken, die du beherrschen solltest. Okay. Wir hätten hier noch Stichwaffen lernen. Bring mir bei, wie ich besser mit Stichwaffen kämpfen kann. Bei Stichwaffen ist es das Wichtigste, dass du vorher schaust, wie dein Gegner gepanzert ist. Jede noch so kleine Lücke in der Panzerung kann den Tod für deinen Gegner bedeuten. Warte, bis dein Gegner seine ungeschützte Stelle entblößt.
dann stichst du zu. Okay. Dafür bin ich nicht gut genug. Ja, da fehlt's mir ein bisschen. Ich will ein besserer Schwertkämpfer werden. Das Wichtigste ist dein Griff. Achte darauf, dass du das Schwert immer festhältst. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dir jemand das Schwert aus der Hand schlägt. Ansonsten ausweichen und zuschlagen. Ausweichen und zuschlagen. Es ist einfacher, als es aussieht. Ist ja auch cool. So, dann hätten wir noch Hiebwaffen. Ich möchte besser mit Hiebwaffen kämpfen. Bei Hiebwaffen solltest du daran denken, dass sie nicht dazu da sind, dein Ziel zu zerschneiden. Der Trick ist einfach so fest zuzuschlagen, dass du deinem Ziel sämtliche Knochen brichst. Das funktioniert sogar, wenn dein Feind noch eine Rüstung trägt. Okay. Ja, dann hätten wir noch Kugelsicher. Zeige mir, wie ich im Nahkampf mehr aushalte. Okay. Achso, Klingensicher war das nicht, Kugelsicher. Klingensicher meistern. Okay, Härte 70. Ich bin noch nicht gut genug. Das ist aber schon cool, gerade auch mit den ganzen Tränken und so. Ich spüre förmlich, wie die Feigheit aus meinen Gliedmaßen schwindet. Das hätte ich mal eher wissen müssen, dass er mir die ganze Magie gibt, die restliche. Warum sehe ich sie jetzt aber nicht? Ah, hier, Dämonenklinge. Oh, Genius. Und was war das andere? Blitz? Irgendwann mit Blitz, Donner, Keil oder so? Ah, hier, Donnerschlag, Runenmagie. Okay. Nutze die Kraft des Donners im Kampf gegen deine Feinde. Das muss ich mal ausprobieren. Kann ich mal kurz hier draußen testen und so? Alter! Das ist doch nicht mehr normal! Okay, ich habe jetzt schon Spaß damit. Bumm! Und dann können wir das auch noch schleudern. Das ist sehr, sehr krass. So, dann Magie. Mach ich mal den. Ah, jetzt habe ich den einen jetzt weggemacht. Das war der Heal. Dann nehmen wir nochmal den Heal wieder rein. Jetzt würde ich mal sehen. Jawoll, ja. Und dann halt auch noch mit der grazilen Geschwindigkeit. Nice. Ich glaube, ich werde mich von einer der beiden Büchsen verabschieden. Und zwar werde ich das jetzt erstmal so machen. Und dann so. Das ist schon mega cool. Ich komme vor wie so ein Kung-Fu-Kämpfer, ey. Und zumal, das kann man durch Runenmagie auch noch den Schaden steigern. Ist mega mordsgeil. Gut, gucken wir mal. Was haben wir sonst noch? Stärken. Stärkt dich und macht dich zu einem besseren Kämpfer. Also sprich, sind wir jetzt gerade so eine Art Buff-Monster. Jetzt mal Runenhaut haben wir schon. So, stärken. Das heißt, dann können wir hier so, zack. Das funktioniert auch, okay. Und stärken. Und dann können wir richtig schön fighten gehen. Sehr geil. Ich bin mal gespannt mit diesen ganzen Buffs, wie das jetzt ablaufen wird. Aber gut, wir müssen uns ja noch erstmal den anderen Aufgaben widmen. Warum ist hier jetzt schon wieder alles zu? Hä? Keine Ahnung. Machen wir erstmal alles wieder auf. Ein neuer Rang, genau, die Hexenjagd war das. Die müssten wir jetzt mal quasi durchziehen am besten.
Aber ich würde erstmal Schmiede Maras Ruf neu machen. Das heißt, wir gehen erstmal zurück zum Schiff. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Jo, wird Zeit. Machen wir nochmal. Warum hast du eigentlich keine Familie? Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Okay. Dieses Reisen macht mich ganz krank. Ich bin ja nie weit von zu Hause weg gewesen. Und nun bin ich auf den entlegensten Inseln der Südsee unterwegs. Welche Landratte hält das lange aus? Du wirst es überleben. Hoffentlich. Hast du wieder etwas für mich? Gee, Captain. Sadek hat etwas ganz Besonderes. Hier, dieser Trank bewirkt den Blick des Blutes. Jedes lebende Wesen aus Fleisch und Blut wirst du damit erspähen. Gutes Zeug für die Jagd. Okay, ah, das können wir aber schon. Reden wir oben nochmal mit Patty. Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann, das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Ja, wie immer. Holzkopf! Na, du Schreihals? Und wie war dein Tag so? Polly lieb! Na dann. Pollys Papa in Höhle! Pollys Papa? Wer soll das sein? Saufkopf! Wenn du das sagst... Holzkopf! Hey! Rasier dich! Rasier dich! Gut, haben wir mit der Mannschaft schon mal so weit gesprochen. Wir müssen aber sowieso noch die restlichen Crews sammeln, würde ich sagen. Aber erstmal machen wir jetzt hier. Wir hatten nämlich ja extra Trank des Schützens neunmal. Viermal hätte gereicht. Trank der Klingen bräuchten wir jetzt nochmal. Der Klingen. Wie viel? Viermal? Klingen? Oh, ich habe nicht genug Klingenblatt dafür. Aber ich könnte ein Schattenelixier für mehr List schon mal brauen. Das ist doch auch schon mal was. Dann nehmen wir uns das auch gleich rein. So. Zack. Und das schwarze Herz müssten wir auch nochmal machen. Aber an und für sich, wir haben so viel noch zu tun. Wir sind jetzt bei der List auch bei 75. Nice. Fehlt also jetzt wirklich nur noch Fernkampf. Dann hätten wir den nächsten kritischen Treffer. Cool. Aber so wie es aussieht, können wir sowieso alles machen. Also, ja, warum denn nicht? Wir könnten sogar Runen herstellen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Gut. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier einen Cut, bevor wir wieder die Segel setzen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.